Freitagabend kurz vor 20 Uhr, wie immer nach dem Warm-up, direkt der Gegnercheck. Heute zu Gast der EC Peiting. Und wir dachten uns mal, wir bringen ein bisschen frischen Schwung in unseren Gegnercheck rein. Und ich habe mir heute Verstärkung geholt. Man erkennt ihn kaum mit lichtem Bart. Der November ist vorbei. Neben mir sitzt die 95 Barry No, der nun mit mir gemeinsam beide Mannschaften vergleicht. Barry, danke, dass du da bist. Und kein Problem. Ich denke, wir legen gleich los, oder? Natürlich. Wie immer geht's los mit den Topscorern beider Mannschaften. Beim IV Regensburg ist das Nikola Gajowski mit 35 Scorerpunkten. Bei den Gästen aus Peiting ist das Ty Morris mit 29, zu dem uns Barry mehr sagen kann. Ja, also ich habe mit dem Ty habe ich schon in Bietigheim zusammengespielt. Sehr erfahrener Spieler, hat auch schon DEL-Erfahrung gehabt. Also sehr gefährlicher Spieler. Ein bisschen ein anderer Spielertyp wie unser Gajo. Aber auf den müssen wir auf jeden Fall schon aufpassen, auf den Herrn Morris. Der übrigens einen ähnlichen Bart trägt wie Barry No, aber ich denke momentan hat er einen leichten Vorsprung. Im Moment, ja, genau. Doch, aber der wächst schon wieder. Wir machen gleich weiter mit den Top-Torjägern beider Mannschaften. Beim IV Regensburg ist das ein US-Amerikaner, trägt die Rücknummer 88. Jeff Smith, 14 Treffer bisher für den Stürmer in unseren Diensten. Bei den Gästen ist das ein, ich denke, bei den Fans nicht gerade beliebter Akteur, nämlich Florian Stauder. Der konnte schon 13 Mal treffen. Auch zu ihm hat Barry ein paar Worte zu sagen. Ja, da kennen ja hier unsere Fans schon das tolle Lied. Ich meine, ich muss das jetzt nicht singen, das wisst ihr alle, wie das funktioniert. Ja, ich meine, er ist auf jeden Fall den Stürmer, sagen wir so, wie so, er weiß, wo er stehen muss, sagen wir mal so. Also relativ unauffällig das ganze Spiel, aber wenn es dann darum geht, macht er irgendwie immer wichtige Tore. Ich weiß nicht, wie er das hat, aber auf jeden Fall steht er meistens richtig. Wichtige Tore brauchen wichtige Vorlagen, dann kommen wir gleich zu den Top-Assistenten beider Mannschaften. Beim IV Regensburg ist das wieder Nikola Gajowski, der 23 Mal seine Mitspieler bedienen konnte. Diese Wertung führt wie beim IVR Gajowski auch hier Morris für Peiting an, der konnte auch schon 19 Vorlagen auf seinem Konto verbuchen. Was macht Ty Morris noch so stark, dass er auch so viel Vorlagen für seine Mitspieler produzieren kann, Barry? Ja, ich denke, das macht halt seine Erfahrung einfach aus. Ich meine, der hat wirklich brutale Erfahrungen, jahrelang DL2 gespielt und der weiß, wo seine Mitspieler stehen, kann auch noch Tore schießen und ja, wie schon gesagt, ist einfach ein kompletter Eishockeyspieler, der weiß, was er kann und müssen wir auf ihn aufpassen. Müssen wir im Griff haben, den jungen Mann. Zu guter Letzt die beiden Torhüter. Beim IV Regensburg natürlich Thomas Over, der aktuell einen Gegentorschnitt von 2,05 aufweisen kann. Wartet allerdings noch auf seinen ersten Shutout. Das ist dann eine Aufgabe für die Verteidiger hauptsächlich. Bei den Gästen ist Florian Hechenrieder nach wie vor die Nummer 1. Gegentorschnitt etwas schlechter, sage ich mal jetzt ganz nett. 3,2 Gegentore gibt es im Spiel. Wie nimmst du Florian Hechenrieder so wahr als Gegenspieler? Ja, ich muss dir schon was zum Ovi sagen. Der Ovi ist ja der Wahnsinn. Der hat uns jetzt schon ein paar Spiele gerettet. Hier Bayreuth, den brutalen Save, was er gemacht hat. Also Hut ab, muss ich sagen. Ja, der Herr Hechenrieder, ja, also irgendwie gegen uns spielt er irgendwie immer gut. Ja. Also ich weiß auch nicht. Also arg viel kann ich nicht zu ihm sagen. Ich habe damals Union schon gegen ihn gespielt. Union Bundesliga, da hat er auch immer so. Also sagen wir so, mal hui, mal pfui, jetzt mal so ganz grob gesagt. Also. Dann hoffen wir mal, dass heute pfui auf der Tagesordnung steht. Dann noch ganz kurz, wie immer, die letzten vier Spiele im Überblick. Ich denke, die Spiele letztes Jahr gegen Peiting waren in der Hauptrunde erstmal schwierig. Haben wir ja, glaube ich, gar kein so nur eins für uns entscheiden können. Das letzte, glaube ich, in der Hauptrunde haben wir gewonnen mit zwei oder drei Unterzahltoren damals sogar. Genau, 5-3 Unterzahl sogar. Genau, ja. Mit einem Tempoantrieb vom Stefan Huber. Einen eiskalten Torabschluss. Wir fangen an, 13. März 2015. Da gab es damals im Peiting in Spiel 4 ein 3-4 aus Regensburger Sicht nach Overtime. Die haben uns damals zweimal hintereinander im Peiting das Messer ins Herz gerammt. Hast du damals das Spiel erlebt? Ja, das war. Ja, da war ich nicht ganz unbeteiligt bei dem letzten Tor in Overtime. Ja. Da habe ich den gegnerischen Stürmer angeschossen am Schienbeinschoner, der dann Alleingang gehabt. Und das war dann das Ende vom Lied. Ja, Entschuldigung nochmal dafür. Besser lief es drei Tage später, aber ebenfalls auch wieder eng. Diesmal in der Donauarena ein 3-2 für den IV Regensburg, wenn ich mich richtig erinnere. Game-Winning-Goal damals von Vitali Stähle. Wenn ich richtig informiert bin, ich glaube schon. Am 18. März haben wir dann den Sack zugemacht. In Peiting wieder brutal eng, diesmal 3-2.
Du hast auch einen Treffer markieren können, hast dann auch ein kurzes, interessantes Interview für TV gegeben mit einem fast nicht beschlagenen Visier. Wie erlebt man sowas, wenn man in Spiel 6 im Peiting endlich die Serie zumacht? Ja, das war natürlich zuerst mal ein Kraftakt, da über die 6 Spiele zu gehen im Peiting. Das war nicht leicht. Und ja, Interviews nach dem Spiel ist immer ein bisschen schwieriger, natürlich, das Adrenalin immer hier noch ein bisschen hoch ist. Und ja, wir waren einfach froh, dass wir gewonnen haben und dass einfach dann Schluss aus Mickey Mouse, dass einfach vorbei ist und dass wir weitermachen können. Gegen Selb war das damals. Genau. Ja. Lassen wir die alte Saison links liegen und machen wir gleich weiter mit dem ersten Spiel in der Spielzeit. In Peiting gab es ungefähr das 5-2. Der Anfang war ein bisschen schwer, aber danach ist es eigentlich ziemlich rund gelaufen. Was erwartest du dir zum Abschluss heute von der Peitinger Mannschaft, bevor wir jetzt dann gleich loslegen? Ich am Mikrofon, du auf dem Kufen. Ja, also ich denke mal schon, dass die Peitinger eine starke Mannschaft haben. Also muss ich schon sagen, starke Mannschaft und wird auf jeden Fall ein heißer Tanz am Freitag. Und wir werden alles geben und schauen wir, was dabei rauskommt. So viel zum Gegnercheck. Wir sehen uns gleich auf dem Eis. Bis gleich. Servus.